Impfstoff in Brandenburg reicht aus. In einigen Bundesländern in Deutschland wird gerade der Impfstoff knapp. Wie die AOK Nordost berichtet, seien die Vorräte in Brandenburg aber noch gut gefüllt. Bereits in der letzten Grippesaison wurde der Bedarf hier für den Herbst und Winter ermittelt. Für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wird der Impfstoff immer zusammenbestellt. Für die Versorgung in den drei Bundesländern ist die AOK Nordost zusammen mit den Apothekerverbänden zuständig. Laut Robert-Koch-Institut sollten sich vor allem Menschen über 60, chronisch Kranke, Schwangere und medizinisches Personal impfen lassen. Großbaustelle Cottbus vor 40 Jahren. Die Ausstellung Damals war's, der Stadtwerke Cottbus, zeigt die Stadt in den 70er Jahren. Der ehemalige Stadtverwaltungsmitarbeiter Siegfried Roschka hat die Baustellen von damals fotografiert. Die Bilder sind jetzt auf 2 Etagen im Spremberger Turm ausgestellt. Dazu gibt es auch ein Gewinnspiel für die Besucher. Wer errät, wo die Baustelle früher war, kann ein aktuelles Foto von dem Ort einreichen. Bis zum 27. Dezember kann man die Bilder noch im Spremberger Turm sehen. Er ist von Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr und im Dezember sogar bis 20 Uhr geöffnet. Eiseskälte und Herzenswärme im Piccolo. Das Piccolo-Theater führt am Donnerstag und Freitag wieder das Winterstück Die Schneekönigin auf. Los geht's jeweils um 9.30 Uhr. Das Puppenspiel ist für Kinder ab 6 Jahren und wird auf der großen Bühne des Theaters aufgeführt. Es spielen Josephine Ehri, Werner Bauer und Hauke Grewe. Als Kai eines Tages vom Splitter eines Zauberspiegels getroffen wird, erstarrt sein Herz zu Eis und er wird von der Schneekönigin entführt. Seine Freundin Gerda will ihn retten und trifft auf ihrer gefährlichen Reise viele gute und auch böse Wesen.